willkommen, da sind wir wieder. Bleibt dran, Leute, es geht sofort weiter. So. Wo war das jetzt nochmal? Genau, bei 1. So, wir lassen uns jetzt erstmal reparieren kurz. Nochmal hallo und herzlich willkommen zu Adrift, einer weiteren Folge. Ja, da die Folge auch bei YouTube reinkommt, die bei Twitch gucken, die denken sich jetzt so, hä? Der ist doch noch, der streamt doch noch. Was soll er? Warum? Willkommen? Wieso? Warum? Ich verstehe das nicht. So, Repairing. Hand for EVA repair sequence complete. Vital sign stable. Pass auf, dann mache ich das so, weil ich ja lange kein A-Drift mehr gestreamt habe, beziehungsweise lange, ich mache heute eine Doppelfolge. So, wir sind repariert und nicht wieder kaputt machen. Stabilisieren, gerade bleiben und ab nach vorne. So, jetzt habe ich alles soweit aktiviert. Und, hallo, nicht, dass ihr rausgegangen seid hier, Benny, ne, und so. Ne, das war nur ein Folgensprung, also ein kleiner Cut hier. Aber ich glaube, der, what was das? Okay. Da muss ich dran. Tiefer, tiefer. Ja. So, connected. Prozent, 98%, 91%. Okay. Ja. Unable to establish outgoing communications to mission control. So, wir haben uns repariert. Immer dieses Communicating. Nein. Oh, runter. Ich muss mich stabilisieren nochmal. So. Da. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück, ne? Wo war das? Bei 2? Nein. 01? Ne, da muss ich hin. Okay, ich muss irgendwie ins Weltall. Wahrscheinlich. Nee, warte mal. Okay, er zeigt nach rechts. Nein, nicht! Nicht so nach rechts. Warte mal, bei 2 konnte ich doch ins Weltall. Ja, Luft auch, aber eigentlich wollte ich das hier.
Ich muss ins Wermall. Snuffy, Benny, bist du noch da? Konnte man hier ins Weltall? Ist wahrscheinlich schon eingeschlafen. Okay. So, da kann man raus. Glaube ich zumindest. Da war doch der Ausgang. Ja. Genau, da muss ich durch. Da muss ich hin. Man konnte ja überall rein, fragt sich nur wo. Ah, da. Hardiman Aerospace North Star 4. No remaining survivors. Was denn? Kann man das nicht oder wie oder was? Ah, okay. Man sollte auch mal nach unten und nach oben gucken. Dann kriegt man vielleicht. Ein paar Wege, aber gut. Es werden ja durch Pfeile werden durch. Es werden ja keine Pfeile irgendwie angezeigt. Oh Scheiße. Ja. Ist das euer Ernst? Okay, ich versuch's. Personal Log. Astronaut Lopez. Teresa, 24. December, 2036. Christmas Eve. Looking down on Earth from space tonight is profound and awe-inspiring. I'm watching lightning storms explode over the clear night lights of the New Republic of Japan. Naja gut, das hat ja ordentlich gut geklappt. Ah, okay, es geht jetzt alleine da rein, das ist gut. Activating Vocalist System Terminal. Mainframe online. Initializing Hand 4 EVA Diagnostic Sequence.
EVA thrust repair detected. Initialize EVA thrust repair. EVA thrust 100%. Ah, jetzt wird langsam mein Raumanzug wird langsam repariert. Sehr schön. Das heißt, mein Antrieb. Das heißt, ich bin jetzt schneller. Set is good. Jetzt krieg ich bestimmt noch so einen Kern. Cerebrum core fabrication required. Initiate cerebrum core fabrication. Genau, jetzt muss ich für jeden Ort muss ich so einen Kern herstellen. Das heißt, einen Kern haben wir schon mal. Den zweiten kriegen wir jetzt. Tanpor data stream activated. Initializing data transfer. Data transfer in progress. Data transfer complete. So, jetzt sind wir wieder auf uns gestellt. Ab dafür. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir auch schneller. Es geht jetzt alles ein bisschen ruckzucki. Wow. Aber nichts. Oh. Das geht nicht auf, oder was? Oder müssen wir woanders her? Ah, Moment, wir müssen wahrscheinlich woanders durch, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht, dass wir da durch müssen. Das heißt, gut ist, unser Antrieb ist höher. Das Schlechte ist, die Sauerstoffzufuhr geht natürlich dadurch ein bisschen weiter runter. Hardiman Aerospace Mission Director. Wieder da. Ah, was ist das eigentlich für ein Spiel? Joa, was ist... Oh, ich muss Sauerstoff holen. While S.O. Hudson's pre-beta contingency plan indicates success, the risk associated with an untested production increase of this magnitude is great and could endanger everything we're working for. Also, sagen wir mal so, das ist unsere Erde. Warte mal, guck mal, wo du wohnst, Snafi. Warte mal, ich guck mal. Ich glaube, das ist Afrika, ne? Ja, das ist, oder? Sieht aus wie Afrika, oder? Mankind above all else. Let me be perfectly clear. There is no scenario where deviating from plan is an option. Also, das Spiel heißt Adrift und ist ein Weltraum-Space-Exploration-Game. Das heißt, du wachst praktisch auf, du bist bewusstlos und wachst praktisch auf in so einer kaputten Raumstation oder was hier übrig bleibt und musst halt versuchen rauszufinden, was denn hier passiert ist. Du kennst, das sind viele... Ja, Informationen im Sinne von Computern, die dir sagen, was denn da los war oder was denn passiert ist. Und du musst halt versuchen, hier die Kommunikation wieder auf Vordermann zu bringen, beziehungsweise, dass du wieder Kontakt zur Erde herstellen kannst und wieder zurück kannst durch das Chaos. Also du bist halt umgeben von, ich glaube, da muss ich nicht rein, oder? Du bist halt umgeben von viel Chaos und du bist halt derjenige, der das wieder gerade biegen muss. Aber irgendwie weiß ich gerade nicht, wo ich rein muss. Oder muss ich da rein? Ah, okay. Das ist mir richtig. Ist was? Oh.
Alter! Okay, da können wir nicht hoch. Wir müssen uns mal langsam reparieren. No! Okay, jetzt haben wir zwar einen schnelleren Antrieb. Das Blöde ist nur, das könnte uns zum Verhängnis werden. Müssen wir denn eigentlich jetzt hin? Nach da oben können wir nicht. Ist wahrscheinlich dicht. Oder? Geht nicht zufällig auf, ne? Nein, geht natürlich nicht auf. Boah! Alter, der Antrieb ist schon echt heftig hier. Warte mal. Der zeigt mir da! Aber wo? Ist da irgendwie was, wo ich rangehen muss oder so? An irgendeinem Computer? Irgendwo muss ich ran oder irgendwo muss ich aktivieren. Ich frage aber nicht wo. Ah, okay. Nee, doch nicht. Das sind Dinge, wo wir. Oh, toll! Ernsthaft jetzt? Wie ich auf meinen Namen gekommen bin, Muten Roshi? Alter, wie komme ich auf den Namen? Kennt kein Mensch Dragon Ball oder was? Kann doch nicht wahr sein. Ich hätte mich auch Sangohan oder so nennen können, aber ich finde einfach, Muten Roshi ist einfach der coolste Charakter in Dragon Ball. Und deswegen habe ich mich auch Muten Roshi genannt, weil ich dachte mir so, Renault 89 war damals so, das war so ein schneller Name. So, als ich meinen ersten PC bekommen habe, sagen wir so, sollte ich mir einen Namen aussuchen. Aber mein Bruder hat den damals fertig gemacht. Ja, und da lässt es mir einfach so einfallen. Ach, mach Renault, weil wir damals oft Autos von Renault gefahren sind, von der Marke, ja. Ich sag mal, jetzt machst du Renault 89. Muss mal mein Geburtsdatum noch dahinter und fertig. Und jetzt wurde einfach mal Zeit für einen neuen Name. Und da ich ja unter anderem Anime-Fan bin und Dragon Ball ja auch richtig cool finde, habe ich mir einfach gesagt, so, nennt sie einfach mal Muten Roshi. So, wir sind wieder im Zentral, in der Hauptzentrale oben. Das heißt, den Kern, den muss ich jetzt da reinknallen, oder? Nein. Dein? Ja.
Control to North Star. Communications array alignment successful. Data stream is now open. Commander, we are now one step closer to getting you home. Over. So, das heißt, ich brauche jetzt noch zwei Kerne oder wie oder was? Ja, dann wollen wir mal, ne? So, jetzt Sauerstoff spielt langsam wieder eine Rolle, da wir ja kaputt sind. Wir müssen uns irgendwo reparieren lassen. Activating Solaris System Terminal. Solaris system damaged and offline. Initializing diagnostic sequence. Cerebrum core corrupt. Mainframe offline. Cerebrum module inactive. Solaris system repair required for Salvus EEV power system operation. Locate system mainframe. Fabricate cerebrum core. Repair cerebrum module. So, das heißt, Vocalis. Control to Commander Oshima. Solar power and propulsion mainframes damaged and unable to communicate with Hand Force Cerebrum. Manual repair required for EEV charge, operation and manual launch capability. Over. Okay, das heißt nur noch Solaris und Mobilis. Alles klar, dann los. Ab dafür. Aber erstmal füllen wir uns komplett voll. Und ab zu der Solarisstation. In Green. Doch. F halten. Ja, danke. Hand for personal data device version 4.7 acquired. Multiple personal data devices detected and online. Location coordinates unknown. So, Reparaturkit Station. Au. Bin gar nicht mehr klar. So. For EVA repair sequence complete. Vital signs stable. Thank you.
Senders. Aoshima. Sebastian. Danke für den Anstoß. Mal wieder. Ich habe heute um einen Gefallen gebeten, damit der Transfer von McDonough bewilligt wird. Es dauert jetzt bestimmt eine Woche, bis ich was von Santa Monica höre. Es sieht soweit alles gut aus, aber er muss noch in die Spiritus Beta bringen und die Crew-Erweiterung in Angriff nehmen. Hoffentlich hält er es noch bis Juli aus. Ehrlich gesagt glaube ich, dass er erleichtert ist. Er ist bereit zu gehen, aber da ist er wahrscheinlich nicht der Einzige hier. Du denkst, es ist besser um Verzeihung, als um Erlaubnis zu bitten. Das kenne ich. Hudson hat mich seit meiner Kindheit mit diesem Stab geschlagen. Deswegen bin ich auch unzählige Male in Schwierigkeiten geraten. Eines Tages werde ich schlauer sein. PS, du siehst in letzter Zeit besser aus. Das freut mich. Alex, du musst dich wegen diesen Dingen nicht selbst fertig machen. Ja, du hast scharfe Kanten. Du denkst, es ist besser um Verzeihung, als um Erlaubnis zu bitten. Diese Qualitäten, die du besitzt, finden nicht jeder gut. Aber sie machen dich nun mal zu der, die du bist. Sie sind bewundernswert. Lass dich davon nicht runterziehen. Wir haben alle unsere kleinen Macken. Ich habe zum Beispiel viele, viele Fehler gemacht. Die leitende Rolle inne zu haben, ist nichts für schwache Menschen. Ma petit. Du musst dich jetzt auf den jungen Andrew konzentrieren. Er ist nicht mehr bei dieser Mission. Sein Herz ist auf der Erde. Seine Seele bei seiner Tochter. Dort gehört er auch hin. Er ist am Boden zerstört und du kannst ihm beim Heilungsprozess eine Hilfe sein. Ich weiß, dass du das Richtige machen wirst. Votre ami de vous, Sebastian. Sebastian, danke für die gestern. Es ist nicht leicht für mich, hier draußen einen Rhythmus zu finden. Aber deine Ratschläge und deine Leitung schätze ich sehr. Und meist sind sie genau, was ich brauche. Ich bin dir wirklich sehr dankbar für das, was du für mich getan hast. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Ich treffe vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen, aber ich versuche es zumindest. Andere zu leiten ist nicht einfach. Danke für dein Verständnis und deinen Glauben an mich. Okay. Ja, ich repariere mich nochmal, weil... alter Falter, ey. Ich muss mich wirklich an dieses krasse Tempo gewöhnen, was ich jetzt mit dem Antrieb habe, mit dem neuen. Aber wir sind ja noch hier in der Reparaturkammer, also von daher ist das jetzt nicht wirklich. Hand for EVA repair sequence complete. Vital signs stable. Oh, mein eigener Raum. Hardiman Space Institute Diplom. Kommandantin Oshima, ich habe im Vorfeld einen Blick auf Ihren Spiritus-Produktionsplan geworfen. Es sieht alles sehr positiv aus und ich bleibe weiterhin optimistisch. Was Ihren alternativen Vorschlag betrifft, ich kann sehr großen Nutzen erkennen und die Daten unterstützen Ihren Plan zu erhöhten Spiritus-Produktionsverfahren. Die Möglichkeit, Teile dieser Pläne in unseren derzeitigen Bemühungen umzusetzen, existiert und sie ist auch sehr innovativ. Oh, das war's? Okay. Thank you.
Jungs am Tränen. Das ist nicht gut. Da ist wieder ein Chip. Nein, nein, nein. Nirgendwo gegenknallen. So, da müssen wir hin. Hat jetzt gerade Stromknoten gesagt, die mit extremer Vorsicht. Oh, Scheiße. Ich glaube, da können wir nicht durch. Gehen woanders her. Gibt es bestimmt irgendwo. Ja, ich muss erstmal hier rein. Hier ist nämlich was Grünes. Gut, das war natürlich nicht gut. Och nö, Alter. Ich dachte, ich war weit genug davon entfernt, ey. So nah bin? Oh, welchen Punkt kommen wir denn jetzt raus? Ah. Okay, direkt hier vorne? Oh, das ist aber gut. So. Okay, das heißt, wir müssen... Ich muss versuchen, hier nicht dran zu kommen. Blitzschnell! Oh, dafür habe ich sogar einen Erfolg gekriegt. Manual repair required. Ja, ich bin auf jeden Fall richtig, weil hier muss ich hin. Encrypted personal transmission. Medical Officer Edwards, Liam, 12, June, 2037. Thanks for attending, everyone. Please help me welcome tonight's speaker, Liam. Hello, I'm Liam. I'm an addict.
Hi, Liam. ...1,143 days clean today, and I'm struggling. Well, every day is a struggle in some form, but today... The monster has its claws in me, and it's left my spirits low. Drinking is usual. Casually, on the weekends, like everyone else. It wasn't an issue then. I was too focused on my studies and being accepted into medical school, which is where things took a turn for the worse. I started taking pills to keep up and drink to come down. A bad combination, but I kept it together. Everything escalated after I began practicing. I had access to everything. It was all right there and it was so easy. I took every opportunity. Ah, so, und wie es hier in dieser Station weitergeht, wir müssen einmal da lang und einmal hier lang. Zweimal, zwei Wege, die wir in der Solaris-Station holen müssen. Alles das seht ihr in Teil 2 der Solaris-Station. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen an Benny, Snarfy, King Lux, VLSSB. Benjamin und Umbro natürlich. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal hier bei Adrift und im Stream. Ciao, ciao.